Also irgendwie fühle ich mich verkleidet. Ach so ein Quatsch, du siehst gut aus. Wenn man ins Theater geht, muss man sich schick anziehen. Sonst lassen sie uns nicht rein. Ja, ja, ist ja schon gut. Nachher kann ich es ja wieder ausziehen. Bist du dann fertig? Ich brauche noch einen kleinen Moment. Okay, ich warte so lange unten. Ja. Na, Kinder? Papa, du siehst aber merkwürdig aus. Hä, wie meinst du denn das, Greta? Naja, du siehst so anders aus als sonst. Sonst trage ich ja auch keinen Anzug, Kinder. Und warum denn heute? Weil wir ins Theater gehen. Wartet mal ab, wenn gleich eure Mutter runterkommt. Die werdet ihr gar nicht mehr wiedererkennen. Kommen Oma und Opa denn gleich? Ja, sie müssten jeden Moment eigentlich da sein. Ich präsentiere euch eure Mama! Oh Mama, du siehst aber schick aus. Deine Schuhe gefallen mir sehr gut und deine Kette und die Blume auf deinem Kleid. Ach, Mama sieht also nicht merkwürdig aus? Mama sieht schick aus. Danke, Greta. Ach, so sieht das aus. Da sind ja eure Großeltern. Oma, Opa, Opa! Hallo Oma, hallo Opa. Hallo Kinder. Hallo Viktoria, hallo Peter. Ihr seht ja schick aus. Danke, wir müssen jetzt auch schon los, wenn wir nicht zu spät kommen wollen. Ihr wisst ja, wo alles steht. Die Kinder müssten noch Abendbrot essen. Och, macht dir keine Sorgen, wir kriegen das hin. Das wissen wir doch. Dann tschüss, bis nachher. Tschüss. Tschüss, viel Spaß im Theater. Tschüss. Na, was wollt ihr essen? Also, Oma, wir dürfen immer abends was Süßes essen. Wirklich? Na, das kann ich mir schwer vorstellen. Du flunkerst doch nicht, Greta. Nö. Ich guck mal in den Kühlschrank. Ach, guck an, die Mama hat schon Brote fertig gemacht. Ich würde sagen, es gibt doch nichts Süßes zum Abendbrot. Oh, schade. Ich bin fertig. Greta, bleib sitzen, bis wir alle fertig sind. Warum? Weil wir das so machen. So wurde mir das von meinen Eltern beigebracht. Also wir dürfen aufstehen, wenn wir fertig sind. Und bei uns halt nicht. Also bitte sitzen bleiben. Puh, das ist aber langweilig. Puh. Sind alle fertig? Ja. Ja. Dann räumen Opa und ich ab und ihr könnt schon nach oben gehen und euch umziehen. Wir sind schon fertig umgezogen. Sehr gut. Jetzt nur noch die Zähne putzen und dann ab ins Bett. Ich mag aber gar keine Zähne putzen. Dein Vater wollte seine Zähne früher auch nicht putzen. Ich habe ihm dann immer ein Lied vorgesungen. So klappte das Zähneputzen viel besser. Kannst du mir das auch vorsingen? Das mache ich. Ich putze deine Zähne, tralala, tralala, damit sie so schön sauber sind. Ja, ja, ja. Das war ja witzig, Oma. Und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Oma. Träum was Schönes. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht. So, jetzt können wir unseren Krimi schauen. Teddy, ich kann einfach nicht schlafen. Ich gehe mal schauen, was Anna macht. Anna? Ja, Greta? Ich kann nicht schlafen. Darf ich zu dir? Ja, komm her. Wollen wir noch was spielen? Aber wir sollen doch jetzt schlafen. Ich bin aber überhaupt gar nicht müde. Da kann ich einfach nicht einschlafen. Okay, was spielen wir? Wollen wir Indianer spielen? Ja, coole Idee. Ich hole schon mal meine Indianersachen. Ah, da ist es ja. Hier, Anna, das ist für dich. Und wir müssen uns im Gesicht anmalen. Komm her, Greta, ich mach das bei dir. Und ich bei dir. Sie können mir Oma und Opa voll erschrecken. Ja, das machen wir. Hey, ihr zwei, was macht ihr beiden denn hier? Wir konnten nicht einschlafen und wollten noch ein bisschen spielen. Oh, darf ich mitspielen? Ja, du kannst auch ein Indianer sein. Ich hole noch schnell eine Feder für dich. Und ich schminke dich so lange. Das wird ja lustig. Hier, Oma. Danke, Greta.
Jetzt müssen wir ganz leise runter an Opa festbinden. Er ist unser Gefangener. Ganz leise. Ja. Sehr gut, und jetzt unser Indianerruf. Ah, was ist denn das für ein Krach hier? Du bist unser Gefangener. Hilfe, die Indianer haben mich überfallen und gefangen genommen. Hilfe, Hilfe. Hihi, du entkommst uns nicht, weißer Mann. Oh, Hilfe, Hilfe, so helft mir doch. Du kannst schreien, so viel du willst. Dich wird hier keiner hören. Na, wenigstens bin ich auf einem Sessel und nicht an einem Marterpfahl gebunden. Oma, eigentlich brauchen wir noch ein Indianerzelt. Ja, können wir uns eins bauen? Euer Vater hatte früher ein Indianerzelt. Das liegt bei euch im Keller. Das lässt sich ganz schnell aufbauen. Was? Echt? Das wussten wir ja gar nicht. Ich hole es schnell. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Wow, das ist ja toll. Und das sieht so gemütlich aus. Dürfen wir auch in dem Zelt schlafen? Ja, warum denn nicht? Wir müssen dann nur noch Decken und Kissen holen. Das machen wir. Ach, ist das schön hier. Ja, total schön. Darf denn euer armer Gefangener auch in das warme Zelt? Habt Erbarmen mit mir. Mir ist so kalt. Na gut, wir lassen sich frei. Oh, danke. Ihr seid so nette Indianer. Na, was ist denn hier los? Das ist ja mein altes Indianerzelt. Ach, guck dir das an. Ich würde sagen, die hatten heute eine Menge Spaß. Lassen wir sie weiterschlafen. Komm, wir gehen auch ins Bett. Ja, ich bin hundemüde. Hallo, liebe Familie Jansen-Fans. Das war's leider wieder. Wir grüßen diesmal Sarah Trescher. Ganz liebe Grüße an dich. Und nächste Woche Freitag, 14 Uhr, gibt es wieder ein neues Video von uns. Falls ihr noch weitere Videos sehen wollt, links und rechts könnt ihr euch eins aussuchen. Oder in der Mitte den Kreis, um uns kostenlos zu abonnieren, bitte drücken. Tschüss!